Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships in meinem Kanal, meine Zuckerbude. Und nein, meine Stimme ist nicht kaputt, aber ich hatte mal gedacht, ich fange mal so an. Aber, Nassau-Action. Wir haben sie jetzt ja schon das erste Mal gesehen. Und schauen wir mal, ob wir jetzt auch mal gewinnen, weil ich möchte ja gerne die Kaiser haben. Schön das Tier 4 Moped, weil man muss ja ziemlich, ja, man muss ja schon etwas länger warten. Das ist jetzt gerade natürlich so ein Hype. Jeder will die deutschen Schlachtschiffe haben. Jetzt haben wir ja auch mal Träger dabei. Und eine Isokase als Gegner. Das ist dann nicht so schön. Isokase ist ziemlich gefährlich. Ein ziemlich gutes Schiff. Und ich hoffe, dass unser Flugzeugträger ein bisschen Licht macht. Aber wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 Schlachtschiffe plus ein Kreuzer. Und der müsste jetzt im Endeffekt die feindlichen, sagen wir schnell, die Zerstörer aufmachen und jagen. So, da hat schon unsere Längle mal 2 verloren. Aber er wird wohl die feindlichen Jäger abschießen. Nur, da kommen jetzt gleich Torpedoflieger. Da hinten. Aber der gegnerische Flugzeugträger, der wird gleich schon mal ein Squad Jäger verlieren. Schon mal gut für uns. Da ist er weg. So, da haben wir auch noch einen feindlichen Zerstörer jetzt auf C. Jetzt wird Zeit. Also entweder kommt er mit seinen Jägern nochmal rum. Nein, kommt er nicht. Die Kohlberg muss definitiv den Zerstörer aufmachen. That muss er tun. Ich bin jetzt eigentlich, ich lad einmal nochmal um. So, unser Zerstörer, oder vielmehr unser Kreuzer. So, HE, jetzt muss er nur aufgehen. Ja, genau, fahr vorwärts. Jetzt da steht, ist er weg. Mein Gott, scheiße, ey. Na, jetzt kriege ich den da nicht raus. Okay. Dann schießen wir mal auf die Nassau. Aber es läuft nicht so wirklich. Da ist der Zerstörer wieder. Jetzt fährt er da schön hinter der Insel. Da kann ich wieder nichts machen. So, immer schön mit AP. Jetzt müssen wir hier Fokus auf ihn hier machen. Abpraller, gleich bin ich dran. Das sollte doch jetzt gleich was werden. Der fährt aber immer noch so ein bisschen spitz. Es ist immer noch nicht so richtig das, was ich brauche. Probieren es mal. Okay. Dann kommt noch das hinzu, dass ich treffen muss. Auf fast unter 6 Kilometer ist es ja ein bisschen schwer. Alter Schwede, dass dieser
Dieser Pott ist richtig fix unterwegs. Ist der erste raus. Wir haben aber keine Caps. Das ist jetzt gerade so unser tolles Problem hier. Ich kann zurzeit nicht gewinnen in diesem Spiel. Muss gleich mal irgendwie mal einer hier mal auf Dingens fahren. Scheiße, das Schlachtschiff ist auch weg. Jetzt muss ich schon wieder meine Breitseite dann zeigen, das ist kacke. Vor allem, wenn die jetzt alle auf mich zielen. Also angewinkelt ist schon mal ganz gut. Jetzt komme ich nur nicht weg. Ich muss irgendwie schauen, dass ich dann gleich hinter die Insel komme. Ja, es ist jetzt für mich sehr, sehr schwer. Ich bin nämlich jetzt hier mittendrin. Statt nur dabei. Weil meine Leute jetzt auch ein bisschen länger brauchen, weil sie jetzt hier tausendmal gedreht haben. Ja. Ach, ey, ist das doch ätzend, ey. Ja, keine Zitadelle. So, Jungs, wo bleibt ihr denn, ey? Jetzt machen sie natürlich alle Fokus auf mich, damit sie mich rauskriegen. Schön hier kreisen, drehen, whatever man das sagen kann. Ja, er verpisst sich jetzt auch. Ja, ich muss rausfahren. Die kommen einfach nicht ran hier. Die tuckern da, anstatt mal einfach richtig auf den Feind zuzufahren. Nein, wir fahren irgendwie. Mein Gott, ey, es kann doch einfach nicht so schwer sein, ey. Einfach mal auf den Feind zuzufahren. Unbedingt hier die Feinde hier rauskriegen. Irgendwie was versenken, Schlachtschiff technisch. Also mal warten, bis ich hier mal wieder reparieren kann. Jetzt so viel Schaden gefressen. Aber wir drehen jetzt mal rein. So, weiter im Text. Rappen wir uns mal wieder hoch. Ja, es wird wohl leider wieder eine Niederlage werden. Leider Gottes. Jetzt fahren wir einmal spitz. Damit der Schaden nicht so hoch ist. Spitz hält ja ganz gut was aus. Kommen wir mal ran. So, jetzt warten wir hier. Ja, es ist halt. Ja, es ist halt nur gegen Elend hier wieder. Das ist. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Mehr Entscheidung kann ich nicht machen. Geht nicht. So.
war jetzt mal eine kleine Schelle für ihn. Jetzt kriege ich gleich auch noch eine Schelle, aber er zeigt mir gleich die Breitseite. Ich bin noch ein bisschen spitz, also. Da fängt er, glaube ich, jetzt gleich an zu kotzen. Krass, wo die Schüsse übrigens hingegangen sind, ey. Links, rechts. Zeit, dass wir jetzt hier mal 10 nehmen. Also spitz ist ja ganz gut. So, Feierabend. So, jetzt kippen wir mal. Jetzt haben wir da hinten noch eine Nassau. Kommt noch eine Kohlberg. Auf unser Träger, der hat einen verdammt guten Tacho oder so. Es ist halt sehr schön, wie weit er da hinten rumfährt. Wie viel Angst man hat. Was soll man machen? Hast du gesehen, dass da ganz viele kommen? Uns leider nicht teilen. Wir haben wegen schon mal C eingenommen hier. Na komm, Dallas. Dann machen wir erstmal Fokus auf ihn hier. Schreibe halt mal hier. Das Problem ist, er fährt natürlich auch spitz. So, dass man nicht so wirklich durchkommt. Die rammen sich jetzt, das weiß ich nicht. Das sieht irgendwie so nach Rammmanöver aus. Ne, nicht ganz. Hey. Zeig mal deine Schokoladenseite und puste ich die aus dem Wasser hier. Ach du Heiliger! Das überlebt er auch noch. So, das nicht mehr. So, jetzt drehen wir mal erstmal rein. Sonst habe ich gleich nichts mehr. Autsch, autsch. Ja, jetzt stehe ich wieder mittendrin. Das ist jetzt relativ schwierig. Jetzt habe ich genau beide. Ich habe hinter mir ein Schlachtschiff, links und rechts, bin mittendrin statt nur dabei. Jetzt hat er gerade geschossen. Ja, das war es jetzt auch gleich wieder für mich. Es ist halt, was soll man machen, wenn so viele Menschen einfach nicht wissen, was sie machen sollen mit ihrer Nichterfahrung. Ich habe bis jetzt hier noch kein Dingens gemacht. Keine Zitadelle. Kannst du knicken? Die Jungs wollen einfach nicht gewinnen. 77.000. Jetzt können wir eben noch warten, aber... Die Nassau, die wird da gleich auch untergehen. Dann werde ich das letzte Mal jetzt nochmal versuchen, ob ich hier auch einen Sieg hinkriege. Es ist wie verhext. Es
Seit fast 10 Spielen verliere ich nur noch. Weil die Menschen einfach nur unfähig sind. Oh, ich bin zerbrochen. Da ist mir der Kahn zerbrochen. Aber ich finde, wenn da mal wenigstens dann der Sieger noch bei rumkäme, dann würde das besser aussehen. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Ja, top. Oben, wie sich das gehört. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Runde. Ciao.